SWR 2 Zeitwort. Ich glaube, wenn die Menschheit von der Last der Furcht befreit wird, der wirtschaftlichen Furcht des Einzelnen und der Massenfurcht vor einem Kriege, dann dürfen wir hoffen, dass sich der menschliche Geist zu bisher ungeahnten Höhen aufschwingen wird. Der Philosoph Bertrand Russell war erster Präsident der Campaign for Nuclear Disarmament in London, kurz CND. Er gab dem Künstler Gerald Herbert Holtham den Auftrag, ein Logo für CND zu entwerfen. Holtham und Russell gehörten zu einer kleinen, verzweifelten Minderheit auf der britischen Insel. Sie konnten und wollten die schrecklichen Bilder aus Hiroshima und Nagasaki nicht verdrängen. 1952 war Großbritannien nach den USA und der Sowjetunion zur dritten Atommacht geworden. 1957 zündeten die Briten auf der Christmas Island im Pazifik eine Wasserstoffbombe. Keiner wusste, wie der Rüstungswettlauf gestoppt werden konnte. Es ist die Geste eines ratlosen Menschen, die im Kreis mit den Strichen sichtbar wird. Ein Mensch, der aufrecht steht, wird durch den senkrechten Strich symbolisiert. Entrüstet hatte er die abgespreizten Arme sinken lassen. Ein Strich links, ein Strich rechts von der senkrechten markieren die fast wieder herabhängenden Arme, noch bevor sie wieder an der Hosennaht angekommen sind. Abgeschaut hat er die Geste ausgerechnet beim Militär. Im Winkeralphabet entsteht dasselbe Symbol, wenn man die Zeichen für N und D übereinander legt. ND für Nuclear Disarmament. Statt Richtung Pazifik marschierten Ostern 1958 die Aktivisten vom Trafalgar Square in London zum Atomic Weapons Establishment bei Aldermaston. Zu ihrer Überraschung hatten 8000 die Botschaft des Peace-Zeichens verstanden und protestierten 4 Tage im Regen mit. Die Ostermarschbewegung war entstanden. Sie war das Gewissen und die Stimme der Friedensbewegung Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre, Joan Baez. Peace-Zeichen auf NATO-grünem Parka, das war für Millionen der Ausdruck für die Forderung Schwerter zu Pflugscharen. Wie das Peace-Zeichen wurde auch der Parka aus der Welt der NATO in den zivilen Protest übernommen. Auf dem Marsch von London nach Aldermaston wurden Parkas mit dem Peace-Zeichen zum ersten Mal getragen. Nur 2 Jahre später trugen 150.000 Menschen in Hamburg das Peace-Zeichen. Konrad Tempel war einer der ersten in Deutschland. Im folgenden Jahr 1959 habe ich an diesem Marsch von Aldermaston nach London teilgenommen und habe davon im Laufe des Jahres 1959 meinen Freunden berichtet. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssten in Deutschland eigentlich auch so einen Angriffspunkt wie diese Atomfabrik Aldermaston haben. Und da ergab es sich, dass Anfang Dezember 1959 durch die Zeitung die Information ging, dass Honest-John-Raketen in Bergen-Hohne in unmittelbarer Nähe des ehemaligen Konzentrationslagers Bergen-Belsen ausprobiert würden. Und daraufhin habe ich gesagt, ich marschiere und wenn ich allein gehe. Die deutsche Friedensbewegung fand prominente Mitstreiter, darunter Pastor Martin Niemüller, Heinrich Böll, Gerhard Eppler und Gustav Heinemann. Sieht man denn wirklich nicht, dass die dominierende Weltanschauung unter uns aus den 3 Sätzen besteht, viel verdienen, Soldaten, die das verteidigen und Kirchen, die beides segnen? Das Peace-Zeichen am 21. Februar 1958 in London erfunden, ging um die Welt. Ein machtloses Symbol, aber kein sinnloses.